Schön, Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe leider immer noch nicht nachvollziehen können, was die Regierungsvertreter für eine Obsession mit dem Wort Mini plötzlich entwickeln. Es mag vielleicht bei den Freien Wählern, kann man es ja verstehen, sie haben halt in Berlin nichts, also minimal wenig irgendwie zu melden. Aber bei der CSU verstehe ich es halt gar nicht, warum man hier ständig irgendwo das Wort Mini und Ampel so zusammenbringt. Ich meine, wir haben es jetzt ja gerade erst gemerkt, wir hatten ja erst gestern verschiedene Zeugen hier in den Untersuchungsausschüssen, die ehemaligen Bundesminister der CSU. Das eine war übrigens der Bundesbauminister, Seehofer hieß der. Der hat halt nicht viel erreicht. Das kann man verstehen, dass man beim Bauen da jetzt irgendwo das Defizit minimal nicht erkennt. Aber so das Krasseste, was da eigentlich so an Personen ja auch kommen kann, ist halt Mr. Mautmurks Andi Scheuer. Und er kann sich ja nicht mal daran erinnern. Das spricht ja viel auch für die minimal merkwürdige Zusammenarbeit, die Sie als Land mit den Bundesvertretern Ihrer eigenen Partei entwickelt haben. Er konnte sich, so konnten wir lesen und hören, ja nicht mal daran erinnern, dass ihn die eigene Verkehrsministerin, eine ihrer Vorgängerinnen, Herr Bernreiter, Briefe geschrieben hat. Nicht mal die konnte er sich noch vor Augen führen. Also da sieht man ja, was Sie da für Ablenkungsthemen haben. Das macht sich ja fest. Der Generalsekretär der CSU ist natürlich nur für seine Rede anwesend und nicht im Raum, wie immer. Aber für was stehen Sie denn hier als CSU? Das können wir festmachen an den Ergebnissen, an den nicht erreichten Zielen, die Sie hier sich selbst gegeben haben. Und das ist völlig egal, ich nehme nur mal meinen Bereich. Radverkehr, nichts erreicht. WLAN-Abdeckung in Zügen, nichts erreicht. Barrierefreiheit an Bahnhöfen, nichts erreicht. Wohnungen bauen, Bayernheim, nichts erreicht. Sie reden ja von Verbotspartei. Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie Ihre Corona-Politik vergessen? Da haben Sie völlig überzogene Maßnahmen hier übers Land gebracht. Die Gastronomie, die Hotellerie hat darunter gelitten, die Bürgerinnen, die Bürger. Sie haben ein Artenschutzgesetz verabschiedet. Ich weiß, was das heißt, aus der Fränkischen Schweiz kommend, mit den Streuobstwiesen. Für was stehen Sie denn hier als CSU, wenn Sie schon immer die Obermoralaposteln spielen wollen? Für Maskendeals stehen Sie hier. Sie stehen für Verschleierungen bei der Stammstrecke, für komische Vorgänge beim Deutschen Museum in Nürnberg. Dr. Till ist zu kleinkariert, darüber zu reden. Ihr Generalsekretär ist ja nicht mehr da. Sie sprechen Drohungen aus, Kollegen von Ihnen oder ehemalige Kollegen, gegenüber Journalisten. Also, meine sehr verehrten Damen, dann hören Sie doch mal auf, machen Sie Politik. Sie haben ja kein einziges Beispiel gebracht. Sowohl SPD, Grüne, noch ich werden jetzt noch Vorschläge machen. Ein Punkt ist ja das Thema Wohnen. Sie haben keine einzige Vorschläge gemacht, wie Sie hier gerade Bayern voranbringen wollen. Und ich glaube, Ihnen hier gerade auch vor Augen geführt zu haben, dass Sie eben selbst Ihre eigenen Ziele nicht einmal erreicht haben. Ich greife mir jetzt mal nicht Wolf und Winnetou raus, sondern das Thema Wohnen. Man möge es mir nachsehen. Es ist ja angesprochen worden. Nichts erreicht im Bereich des Bauens, das Baukindergeld Plus, die bayerische Eigenheimzulage. Sie haben ein Novellchen der Bauordnung vorgelegt, einen Ihrer Vorgänger, Herr Staatsminister. Ich hoffe, Sie sprechen gleich noch auch etwas und bringen hier mal ein paar Punkte ein, wie Sie Bauen voranbringen wollen hier in Bayern. Die Bayernheim, Sie erwähnen halt immer das Wort Bayern und Berlin ist schuld und dann klagen Sie irgendwo. Machen Sie doch mal konkrete Vorschläge, die was bringen. Die Bayern ist der größte Rohrkrepierer, schon angesprochen worden, der hier jemals das Licht der Welt erblickt hat. Damit haben sie überhaupt gar nichts erreicht, außer sehr viel Geld ausgegeben, leerstehende Gewerbeflächen, leerstehende Büroflächen. Sie haben keine einzige Wohnung neu geschafft. Das ist einfach nur peinlich. Das Novellchen haben sie geliefert. Herr Bernreiter, das erste und einzige, was Sie bisher beigebracht haben, ist ein Boosterchen. Da haben Sie die Bundesgeldmittel genommen, haben ein bisschen Geld dazugegeben. Das ist ja nett. Haben das Eigenkapital der Bayernheim damit aufgestockt. Da kann man noch mehr zu teure Wohnungen kaufen. Und noch mehr Gewerbeflächen leer stehen lassen. Herzlichen Glückwunsch. Aber als ein Parlament, was hier auch selbstbewusst ist, und da bin ich ja stolz auf Ihre Vertreter auch bei uns im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr. Wir haben als Parlament einen Beschluss gefasst für die Gebäudeklasse E, um hier einfaches Bauen, experimentelles Bauen ermöglichen zu können. Deswegen sind wir hier ja eine Service-Opposition. Das haben wir als Parlament eingebracht. Nicht mal Sie als Staatsregierung, nicht mal das können Sie sich auf die eigenen Fahnen schreiben. Und wir haben Anfang des Jahres als FDP-Fraktion, wir sind konstruktiv, Sie halt nicht, wir haben insgesamt 64 Vorschläge gemacht, wie man Bauen und Wohnen günstiger machen kann. Darum soll es ja eigentlich in dieser Aktuellen Stunde gehen, außer hier mit Populismus zu walten, wie es die Regierungsvertreter gemacht haben. Wir schlagen vor, die Bayernheim liquidieren, das Geld in kommunalen und genossenschaftlichen kirchlichen Wohnungsbaugesellschaften zukommen zu lassen. Lassen Sie uns wirklich ehrlich mal die bayerische Bauordnung entrümpeln, was wir hier günstiger und besser machen. Lassen Sie uns Wohnen im Eigentum stärken durch eine Abschaffung der Grunderwerbsteuer für selbstgenutztes Wohneigentum.
lassen Sie uns Digitalisierung voranbringen. Da gibt es viele Beispiele. Ich könnte die anderen 60 auch noch aufzählen. Wir liefern hier etwas zum Thema, wie man Vorschläge machen kann, dass Bauen und Wohnen günstiger wird. Sie machen gar nichts außer Populismus. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Körber. Der nächste Redner ist Herr Abgeordneter Thorsten Schwab von der CSU-Fraktion. Herr Abgeordneter Schwab, bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident.